Moin Moin, mein Name ist Albo, herzlich willkommen zu Tipps und Tricks aus dem Outdoor-Adventskalender. Heute den Rucksack richtig einstellen. Viel Spaß dabei. Ja, auf Touren kann ich immer wieder sehen, dass die Leute vielleicht nicht immer ganz genau wissen, wie man den Rucksack richtig einstellt. Der schlabbert an der einen Ecke, dann haben sie Schmerzen irgendwo am Körper, die sie vielleicht gar nicht haben sollten, wenn sie den Rucksack richtig einstellen. Und ich muss sagen, ich selbst habe schon viele Fehler gemacht auf meinen Touren und die musste ich natürlich erstmal ausmerzen, lernen, wie das alles funktioniert. Und deshalb mache ich heute ein kleines Video von euch, wo ich euch zeige, wie man den Rucksack richtig einstellt. Wir gehen jetzt mal davon aus, ihr habt im Geschäft den richtigen Rucksack für euch gefunden, das heißt mit der richtigen Rückenlänge bzw. einstellbar auf eure Rückenlänge und so weiter und so fort. Das heißt, wir sind jetzt genau im Modus angekommen, dass wir uns vorbereiten auf eine Tour. Ja, wir wollen jetzt gerade losgehen sozusagen mit vollem Gewicht, haben alles reingepackt und jetzt stellen wir uns den Rucksack richtig ein. Dafür lösen wir erstmal alle Schnüre und Bänder, die dafür wichtig sind. Vier Bänder gibt es insgesamt, wovon eines manchmal zweimal vorkommt, die wir zuerst lösen müssen. Als erstes lösen wir die Schulterriemen. Dann öffnen wir die Hüftflossenbefestigung. Dann gibt es bei den meisten Rucksäcken zweimal den Lastenkontrollriemen, den Tragekontrollriemen, den Lastriemen. Dafür gibt es verschiedene Namen. Das ist dieser Riemen hier oben drauf. Den zeige ich euch gleich nochmal in der Nahansicht. Und oftmals gibt es den dann auch noch hier an der Hüftflosse. Die beiden sind dafür da, um den Rucksack näher an euren Rücken ranzubringen. Und zum Schluss noch den letzten Riemen. Das ist der Brustgurt. Hier seht ihr in der Nahansicht nochmal den Lastenkontrollriemen. Da wir nun alle Bänder gelöst haben, beginnen wir jetzt beim Einstellen mit dem wichtigsten Gurt, denn das ist tatsächlich der Hüftflossengurt. Viele wissen nicht, dass bei schwereren Rucksäcken, die auch über eine ordentliche Hüftflossenpolsterung verfügen, dort das Gesamtgewicht auf den Hüften platziert wird. Dazu wird die Flosse auf den Beckenknochen raufgeschoben. Das heißt, wenn das hier sozusagen die Flosse ist, soll hier so dein Beckenknochen sein. Den kannst du relativ einfach fühlen, wenn du hier so lang gehst. Aha. Da ist der Knochen. Einfach mal nachfühlen, das findest du sofort. So, wir suchen unseren Hüftknochen, der ist ungefähr hier bei mir, und packen mittig die Hüftflosse da drauf und haben hier das Gewicht und ziehen das Ganze schon mal ein bisschen stramm. Als nächstes mit unserem Lagekontrollriemen gucken wir, dass der Rucksack möglichst nah an unseren Rücken und natürlich auch hier unten an unsere Hüfte rankommt. Das heißt, das Gewicht wird an unseren Rücken möglichst nah herangezogen. Das Ganze machen wir dann auch nochmal auf dem Rücken. So, jetzt befindet sich das ganze Gewicht perfekt auf den Rücken verteilt. Das heißt, wir können jetzt ein bisschen mit den Schultern nachjustieren, wie wir es denn gerne hätten. Das war zu doll eingestellt. Ja, so ungefähr finde ich top. Der letzte und, ja, ich möchte es nicht sagen unwichtigste, aber in der Reihe schon der unwichtigste Riemen ist der Brustgurt. Den kann man je nach persönlicher Präferenz zumachen. Ich empfehle ihn zuzumachen, weil er verhindert, dass diese beiden Gurte, unsere Schultergurte, zu weit nach außen rutschen und wir die ganze Zeit sozusagen beim Schlackern gegensteuern müssen. Ich finde, es erspart einem schon ein bisschen Kraft, wenn das Ding zu ist. Manche mögen das aber nicht, weil sie sich dazu ein bisschen beengt fühlen oder so. Man muss das Ding auch nicht voll auf Spannung bringen. Wenn man sagt, ich möchte nur so ein bisschen Schutz haben, dass es nicht ganz weit nach außen, dann reicht es auch, wenn das ganz locker hier zu ist, sodass es nicht hier so nach außen ganz wegrutschen kann, wenn man jetzt zum Beispiel mal auf dem Stein hochgeht, runtergeht, zur Seite geht und so weiter und so fort. Ja, und schon ist euer Rucksack perfekt eingestellt und ihr könnt entspannt loswandern. Ein kleiner Tipp von mir an dieser Stelle noch, es kann Sinn machen, bei einer Wanderung, die lang ist und mit ein bisschen mehr Gewicht, die Riemen ab und zu verstellen. Das heißt zum Beispiel rauf und runter. Hallo Sam. Entweder mehr die Belastung auf die Schultern zu legen, also anzuziehen, oder die Belastung mehr auf die Hüfte zu ziehen, also dort anzuziehen oder zu lockern. Probiert das einfach mal nach eurer persönlichen Präferenz aus. Wenn du noch weitere Outdoor-Tipps und Tricks haben möchtest, dann abonniere mich doch einfach. Im Teil meines Outdoor-Adventskalenders kommen 24 Outdoor-Tipps und Tricks-Videos. Einfach mal abonnieren. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du lässt ein Video im Like da. Hier links und rechts oben findest du weitere Tipps und Tricks-Videos. Einfach mal durchseppen und ansonsten sage ich tschüss, tschüss, bis zu den nächsten Videos.